Diese Frau kennt fast jeder. Schauspielerin Christine Neubauer. Im August hat sie im Deggendorfer Tonstudio Wustrack eine Weihnachts-CD aufgenommen. Ich habe ein Repertoire an Geschichten und Gedichten, von besinnlich bis heiter, von schräg bis nachdenklich zusammengetragen, die mir selber gefallen und aus diesem Potpourri, also das sind wirklich handverlesene, ausgesuchte Geschichten, die werden natürlich mit Musik untermalt und die Musiker haben dazu auch extra was komponiert und da machen wir dieses Jahr eine wunderschöne Weihnachtslesung. Die Musik für Neubauers Weihnachts-CD liefert die Deggendorfer Band Nachtmusik. Sie hat nicht nur die passenden Lieder produziert, sondern begleitet Christine Neubauer auch bei ihrer Weihnachtstour durch Ostbayern. Vor wenigen Tagen waren Christian, Alois, Rudel, Christian und Carola aber gleich nochmal im Tonstudio. Diesmal, um ihre erste eigene CD aufzunehmen. Bayerische Musik mal anders. Wir sind die Nachtmusik aus Stephans Posching. Ich bin der Christian Priebeck, bin der einzige Berufsmusiker von uns und verdiene eben mein Geld mit der Musik. Ich verdiene das Geld mit dem, was andere Leute an 10 fällt. Ich bin der Zahntechniker, ich bin der Alois Schiller und spiele also in der Band Percussion, ab und zu Akkordeon, was man halt alles so rundum ein bisschen braucht. Ich bin der Wagner Rudel, ich bin schon Rentner, bin der Älteste von der Truppe da. Hoffentlich bin ich noch weit gesund, also weil ich noch mitmachen kann. Ich bin der Schiller Christian, ich spiele Cajon und Djembe. Ja, und das Singen tue ich auch ein bisschen dazu. Ja, ich bin Zix Carola, bin der einzige weibliche Part in der Runde und spiele Gitarre und sing. Felix Wustrack hat die Musiker bereits bei ihrer Arbeit mit Christine Neubauer begleitet und jetzt auch bei ihrem Debütalbum Is er so. Die CD heißt dann Is er so, weil es einfach so ist. Und unsere ganzen Lieder, die auf der CD dann erscheinen, sind einfach die Texte sind aus dem Alltag. Sowohl lustig, aber auch nachdenklich. Und wir haben wirklich ein breites Themenspektrum. Das ist uns einfach wichtig, was an jeden so von uns im Alltag so beschäftigt. Das fließt dann in unsere Texte und auch dann in die Musik eben. Kennengelernt haben sich die vier Musiker vor 3 Jahren im Männerchor Stephans Posching. Alois brachte dann noch seine Tochter mit und Nachtmusik war geboren. Wer die Band vor Beginn ihrer Weihnachtstour mit Christine Neubauer noch live sehen will, hat am 5. November im Jugendstilsaal in Mainkhofen Gelegenheit dazu. Dort werden sie dann Stücke aus dem aktuellen Album zum Besten geben. Wer mehr sehen bzw. hören will, der muss sich die Band live ansehen oder in ein paar Wochen dann die CD kaufen. Warum? Na, ist es so.